Ha, ich sehe dich. Ich habe mich so schick für dich gemacht. Kannst du mich sehen? Ja, heute mit Pudel mit. Die mag ich so schön. Sehr gut. Ah, das sieht gut winterlich aus bei dir da drüben. Mit Bei meinem uns stürmt es. Riesenbommel. Bei euch stürmt's? Na, das brauche ich nicht. Du, ich hatte gerade Stromausfall. Allmächt. Also, ich hoffe, das bleibt, sonst sitze ich hier im Dunkeln, weil ich habe ja künstliches Nee. Licht. Du lässt mich nicht alleine. Das kannst du mal schicken, gell? Also echt, oder? Ich muss jetzt noch mal ganz kurz was ausprobieren, weil ich versuche mal schnell Fluxi als Moderator, als Moderatorin, entschuldige bitte, hinzuzufügen. So, ich habe sie. Sie ist eine Moderatorin. Kann sie da jetzt dazwischen reden? Ich weiß nicht, aber sie hat ein paar coole Funktionen, glaube ich. Ah, Wir gucken mal, cool. was sie so macht, unsere Fluxi. Also gut, ich würde sagen, wir warten jetzt noch mal ein paar Minuten. Ich freue mich riesig, dass du mich sehen kannst. Um Gottes Willen habe ich mir in die Hosen gemacht, dass ich wieder schwarz bin und mir wieder blind irgendwas machen müssen. Oh, schön. Also, dann haben wir jetzt die Lösung des Problems Naja, gefunden. ja, vielleicht. Offensichtlich. Und wir müssen ja sagen, wir sind, also Moin. heute Morgen, also heute wird es richtig, richtig schön, weil Kreativdepot sich was Schönes überlegt hat und das fand ich richtig toll. Und ich bin gespannt, was ihr zum Schluss dann dazu sagt. Jule lächelt schon wieder so schön. weil ihr wart ja ein bisschen traurig, kann ich verstehen. Ist bloß immer nicht so einfach, dass der letzte Adventsspaß so schnell aus war. Und deswegen halte ich jetzt meinen Mund und es gibt später noch was Schönes. Jule. Es lohnt sich dran zu bleiben. Wir Bis haben zum noch Schluss. eine Überraschung heute. Also bis zum Schluss muss man bleiben. Vor allem die, die vielleicht den Adventsspaß schon besitzen. Wir sind schon böse, ne? Ein bisschen. Nur so. Also gut. Hallöle. Trudeln ja doch ein paar noch ein. Na, warten wir noch mal kurz. Übrigens, meine Teetasse ist. Teetasse, oh Mann. Meine Teemaschine ist angekommen und ich habe mich so gefreut. Ich habe mir noch eine Teemaschine gewünscht. Und die ist jetzt gestern gekommen. Ich glaube, ich habe schon 10 Tassen von dem Tee da getrunken. Roter Weihnachts. Oh Gott. Sieht man nicht. Roter Weihnachtstee? Nicht über die Weil Technik. ich bin ja faul. Ich will ja nicht mit dem Wasser kochen und mir einen Tee machen, sondern ich will die Tasse unter eine Maschine drunter stellen und da soll der Tee rauskommen. Ach so, ich dachte, du meinst Nein. so ein Teil, wo der Tee so innen drin ist. Ach, das ist wie eine Kaffeemaschine, nur für Tee. Ist voll geil. Das heißt, du hast so einen Behälter und füllst da dein Teebröselzeug, wie man das nennt, da rein. Und dann läuft es schön da durch. Und dann riecht hier immer alles nach Weihnachtstee. Das ist ja ein Traum. Das ist ein Traum. Klingt gut. Jetzt freue ich mich halt mal 5 Minuten. Also gut. Ich würde sagen, wir legen mal los, oder? Also, wir haben heute den dritten Adventsspaß. Der am Sonntag um 12 wieder in den Shop kommt. Und er ist schön und doppelt schön, weil es gibt noch was Schönes. Nummer dazu oder separat, ist ja wurscht. Und Jule und ich zeigen heute euch, also wir zeigen, um was es geht. Und ihr müsst bis zum Schluss dranbleiben, gell? Weil sonst verpasst ihr das. Das geht gar nicht. Hier schreibt gerade eine Zuschauerin, dass es kreativmäßig verboten ist, eher aus dem Live zu gehen. Ja, das können wir machen. Wir führen Strichliste, wer vorher rausgeht, gell? Das können wir natürlich nicht machen. Also gut, Jule, wollen wir wechseln? Wir drehen mal die Weil ich Handys, gehe wa? jetzt von dort rüber, gell? Bis gleich. Und ich drehe mal hier die ganze Sache um.
Oh Gott, Jule, du weißt gar nicht, wie ich mich freue, dass du mich sehen kannst. Oh ja, ich auch, weil das war letztens echt schwierig. Ich konnte ja gar nicht darauf reagieren, was du machst, wenn ich es nicht sehe. Ja, das ist es ja, deswegen Gott sei Dank. So. Also, ich habe mit Jule vorher besprochen, ich sage euch die Maße, hab's vergessen, deswegen muss ich mir leider jetzt ein Lineal holen. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich will immer irgendwas machen, vergesse es dann und dann müssen wir es halt zwischendurch machen. Ist ja wurscht. Ja, das ist zu verkraften, denke ich. Ich hatte viel mehr Angst, dass es, weißt schon, nicht klappt heute. Genau, heute also, sieht's gut aus. Also gut. Ja. Schaut mal, da ist er, der dritte Adventsspaß. Ja, aber es ist immer interessant, bei dir sehen die Farben auf jeden Fall ein bisschen echter aus. Ne? Du hast ja ein iPhone, ich habe ein Samsung Galaxy und bei mir sieht es immer so ein bisschen schriller aus, glaube ich. Bei dir ist noch, das ist bei dir, mir, ne? Aber bei dir sieht es originaler aus. Also das Blau, was bei mir hier so quietscht. Das ist ja das, was stimmt, genau. Genau, das sieht ja eigentlich eher so ein bisschen fliederig aus, ne? Mhm. Und bei mir ist das ein bisschen kühl, aber gut. Ja, also am besten zeige ich euch mal das Stempelset von Nan, weil das kann man heute schwer erkennen, weil es so mini ist und so süß. So, schaut mal, da haben wir wieder ganz süße und vor allen Dingen Sprüche für viele Anlässe. Also das ist jetzt nicht nur weihnachtlich, sondern hier gibt es noch sowas Allgemeines wie Gutschein oder zum Baby, zur Hochzeit, zum Hochzeitstag und schön kleine Stempel, damit die ganze Sache wieder perfekt auf unser Etikett passt, was zu dieser Box gehört. Und diese Box nennt sich kleine längliche Box. Ne? Und da passen, also ich habe mal geguckt, ich glaube hier, der ist vom Weihnachtsmann, das ist ein bisschen zu lang. Aber ansonsten passen alle drauf. Genau, auch dieses frohe neue ja, passt. Ne, aber das hier war vom Weihnachtsmann, das war ein kleines bisschen drüber. Ja, ich aber die anderen. Ein bisschen abgeschnitten, aber ja, finde ich nicht so tragisch. Ne? Ja, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das Einzige. Ja, die anderen passen alle richtig gut da drauf. Ja, also wir haben dieses schöne Stempelset, dann gibt es diese Box. Ihr könnt gleich sehen, wie die zusammengebaut aussieht. Und wir bauen sie dann auch wieder zusammen. Zusammen. Ja, und wir haben dieses etwas splashige, das heißt auch so, Splashes mit Sternen, dieses etwas splashige Papier. Ja, es hat ein paar weihnachtliche Sterne in einem weihnachtlichen Blau. Das hast du so schön gesagt, Jule. Ja, ne? Weil ich muss mal zugeben, also ich bin, glaube ich, noch nie auf die Idee gekommen, Weihnachten hellblau zu verwenden. Ich auch. Aber das ist unsere Challenge. Das ist ja eigentlich das Schöne bei dem, was wir hier gerade machen, Steffi. Ne? Wir kriegen sozusagen diese Sets und dann macht mal was draus. Ne? Und da ist die Challenge immer, wir müssen das nehmen, was wir bekommen und was Schönes draus zaubern. Und ja, die Stanze passt durch die A5 und das Schöne ist bei der Box, wir müssen die nur ein einziges Mal ausstanzen und schon ist die Box zusammenfaltbar und fertig. Man bekommt aus einem A4-Blatt zwei Boxen oder aus einem Designpapier 30x30 auch zwei Boxen raus. Also für die faulen Säcke, die faul sind, so wie ich, einmal durchkurbeln, ist schon ganz nett, ne? Muss ich ja schon mal zugeben. Das ist total toll, ne? So sieht es dann ausgestanzt aus. Wir bauen es dann gleich zusammen.
Aber erstmal zeigen wir unsere Inspiration, oder Steffi? Was sagst du? Das ist eine super Idee, das machen wir. Okay, dann. Tata! Das ist sehr witzig, weil wir wissen ja nicht, was der andere gemacht hat. Ne? Ja. Das ist immer cool zu sehen. Steffi, möchtest du mal kurz beginnen? Was ja. Also, oh, bei ja. der Box ist es ja so, dass man die hier eigentlich richtig cool, ich finde es fast immer so wie ein Buch öffnen kann. Und man hat dann eine etwas größere Fläche. Und ich denke, was mir hier auch so gut gefällt, ist, wartet mal, das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe noch eine einzige Praline übrig, den Rest habe ich schon gefressen, also da habt ihr Pech gehabt. Genau die eine habe ich übrig gelassen, die esse ich dann. Man kann hier, eine Freundin von mir macht immer selber gemachte Pralinen. Das finde ich echt eine coole Sache aus Schokolade von den Kindern, die zu Ostern oder zu Weihnachten oder was weiß ich übrig geblieben ist. Und die macht immer so süße kleine Sachen. Und da passen genau 3 Pralinen rein. Es kommt darauf an, wie groß sie sind. Finde ich echt eine schöne Sache. Und dann kann man, wenn man Bock hat, das ist jetzt nur eine Idee, selber gemachte Pralinen verschenken, aber man kann auch andere sämtliche Sachen da reinpacken. Und ich finde es so schön, weil das so ein Handgriff ist, um diese Box zu öffnen. Und das hat mir eigentlich echt, muss ich gestehen, richtig gut gefallen. Bei der Box finde ich es auch cool. Das ist jetzt meine schlichte Box. Da finde ich, auch mit dem Papier muss man da gar nicht so viel drauf dekorieren. Das hat schon was von sich aus. Und was mir noch so gut gefällt, das ist das, was Julia ja vorhin gesagt hat, dass man sich diese Anhänger, ich sage, naja, man sagt jetzt nicht Anhänger, aber diese kleinen Etiketten alle wunderbar bestempeln kann, jetzt zu sämtlichen Themen, die wir ja hier auf dem Stempelset haben. Und das heißt, ich muss das ja nicht nur für diese Box verwenden, sondern ich kann das für sämtliche andere Boxen oder Karten verwenden. Und das gefällt mir so gut. Und es sind mal kleine Schriftzüge und nicht immer so große. Das ist auch was, was mir total gut gefällt. Ja, das finde ich auch so toll. Und deswegen habe ich beim Dekorieren wieder auf diese Decorated-Stanzen zurückgegriffen. Diese kleinen, ja. Das ist so eine Serie, ne, die wir haben. Mhm. Und die sind ja für so Mini-Boxen richtig gut geeignet, finde ich. Ich habe die jetzt so dekoriert, dass die bei mir so zu öffnen geht. Ich wollte jetzt hier vorne eine glatte Kante, ne? Also das kann man machen, wie man möchte. Man kann natürlich die auch so hochkant dekorieren. Ne? Ich habe es andersrum. So, die ist es. Ja, hier habe ich es aber auch wieder andersrum gemacht. Ich habe das mal getestet, was besser aussieht. Und was findest du? Was ist besser, so rum oder andersrum? Also das ist fast so rum besser, weil das sieht sauberer aus. Ne? Wenn ich jetzt die Box so in der Hand halte, habe ich hier so ein bisschen diese Öffnung. Und deswegen habe ich sie auch nicht so rum dekoriert, ne? Sonst hätte man hier die Öffnung. Ja. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass die Öffnung nach hinten zeigt. Hast recht, ja. Also, ja. Man kann auch eine Banderole drum machen, dann hält es noch besser. Oder man könnte sie sogar zusammenkleben, aber dann geht sie ja kaputt. Und weißt du, was ich reingemacht habe, Steffi? Zeig. Guck mal. Tata! Nein! Hat die jetzt genau da reingepasst? Die passt genau hier rein. Hey, wir hatten es ja schon. Wir hatten es ja schon beim letzten. Genau, und hier ist die jetzt schon ein bisschen dekoriert. Ich zeige nochmal eine undekorierte. Weil. Fluxi hat hochkant dekoriert. Das ist ja eine geile Idee. Ja, das geht auch, weil dann steht die Kerze auch richtig rum, sozusagen. Ja, eben. Ne? Ja. Aber da bräuchte man wieder Sprüche, die vertikal verlaufen. Ne? Mhm. Also so, meine Kerze ist jetzt halt so rum. Und da habe ich auch diese Sprüche hier aus diesem Set und diesen Stern da verwendet. Also richtig und ich cool. Ich emboss das immer auf Wasserschiebefolie. Genau, und die, also es passt aber nur eine rein, ne? Also das sieht hier so, also wenn man es aufklappt, ne, wenn man so kleine Sachen hat, passt hier richtig viel rein. Aber bei der großen klappt sich eben die Box genauso dahinter. Ne? Das faltet sich hier hinten so nach hinten zusammen und dann passt die genau perfekt da rein. Ne? Das
Wir hatten nämlich beim letzten Adventsspaß, das wollte ich eigentlich noch sagen, da war ja die Frage, ne, was passt denn rein? Ja. Und das, nur als kleine Ergänzung für die, die den ergattern konnten, weil ich hatte dann die Frage drunter, ob Teelichter reinpassen. Das war der von letzte Woche. Und da passen auch genau zwei große Teelichter rein. Oder eben zwei von diesen Kerzen. Also schön, ne? Diese Kerzen, ich mag die so gerne, weil es die in so 1000 verschiedenen Farben gibt. Und ist ein schönes kleines Mitbringsel. Und ich musste jetzt so schmunzeln, weil ich gedacht habe, wo du die Box aufmachst, da ist was zum Essen drin. Du hättest jetzt nur mein Gesicht sehen sollen, dass da Kerze drin ist. Es würde zu uns passen, ne? Oh, es war jetzt so lustig, echt durch dem ist so, okay, sie hat da eine Kerze rein, statt was zum Naschen. Ja, blöd, ne? Ja, kurzzeitig habe ich mir schon gedacht, Allmächt, was will ich denn jetzt mit einer Katze? Ihr wollt doch was zum Naschen. Ja. Ja, War witzig. Also du wieder. Okay. weiß. Wollen wir die mal ganz fix zusammenbauen, Steffi? Ja, das machen wir. Das geht halt auch bei der relativ schnell, ne? Nicht wundern, ich biege mein Papier immer erstmal in die andere Richtung vor, als ich es falze. Das ist einfach so eine Angewohnheit, um vorzubeugen, dass das Papier bricht. Also je nachdem, wie schwer das Papier ist, ne, beim Designpapier passiert in der Regel nichts, weil das so dünn ist. Aber bei diesen dickeren Papieren kann das dann doch schon mal passieren. Deswegen biege ich das immer erstmal so ein bisschen vor. Aber da sieht man mal, wie jeder so seine Technik für sich hat. Ne, wie er was zusammenbaut, finde ich schon echt immer sehr interessant, weil es macht doch fast jeder immer irgendwie ein bisschen anders. Ja, das ist witzig auf jeden Fall. Das ist ja auch das Schöne, ist ja wie im Leben, ne? Jeder geht ja anders mit Problemen um oder mit Freude oder was auch immer. Und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, das zu machen. Aber ich bin ein Freund von schön glatt gefalzten Kanten. Ich mag das einfach, weil es ordentlicher aussieht, sag ich mal. Deswegen benutze ich auch meistens ein Falzbein. Muss man nicht, ne? Aber Haha, und du hast unser schönes Falzbein heute. ja. So, und hier ist es ein bisschen tricky, sag ich mal, am Rand, weil diese Falz geht nach innen. Also das ist eine Talfalz und das hier sind so Bergfalzen, ne? Und deswegen, ja, ist das noch mal kurz tricky. Ich Das werde zu mit Jule falzen. jetzt mehr Lives machen. Die hat immer so geile Fachbegriffe und ich rede ja dann immer so ein bisschen blöd daher, ne? So. Und Jule hat so richtig, wie sagt es jetzt nochmal, das fand ich jetzt richtig geil. Talfalz und ne. Und Bergpfalz. Geil. Genau. Ey, Also, Jule, ohne Scheiß. wenn es reingeht, ist es ein Tal und wenn es hier hochkommt, ist es ein Berg. Total cool, habe ich noch nie gehört, ganz ehrlich. Entschuldigung, muss ich jetzt echt mal sagen. Das ist manchmal einfacher. Also ich sage mal, bei dem Projekt ist das relativ klar. Aber es gibt Projekte, so kompliziertere Falzprojekte, da ist das wirklich gut, wenn man weiß, muss ich nach innen oder muss ich nach außen falzen? Und wenn man da noch einen Begriff dafür hat, umso besser. Finde ich super. Aber das ist wahrscheinlich in den Zooms, die du machst, die Bastelzooms, die du ja leitest, ist es wahrscheinlich leichter, wenn man so mit den Kunden arbeitet. Mit Genau. solchen Genau. Fachbegriffen dann sozusagen. Genau. Weil man es ja doch ich sag mal, wenn man live vor Ort mit den Leuten bastelt, ist das ja immer noch mal einfacher, weil man auch sieht, was die anderen machen. Aber im Zoom sehe ich ja immer nicht, was die anderen machen. Und da ist es dann ganz gut. Und wenn sie es bei mir auch nicht so richtig gut sehen, wenn man sich damit so Begriffen verständigen kann, Finde das ich schon super. ganz gut. Oh. Muss ich auch erst lernen. Echt? Das ist immer so sehr, alles ist immer sehr speziell. Wie unsere Lives, aber wie freue ich mich, dass wir uns jetzt sehen Gott können. sei Dank. Also heute Nacht habe ich frei, semi gut geschlafen, weil ich mir gedacht habe, Allmächt, wie machen wir das denn heute, wenn du mich wieder nicht fixst? Und wir haben ja zum Schluss noch ein Special.
für euch. Und dann sieht die Jule mich nicht. Das wär für mich heute, na, das wäre nicht gut gewesen. Ja, das wäre schade, ne? Deswegen Gott sei Dank, ehrlich, also. Du bist schon wieder fertig, wa? Ich hab's jetzt aber einfach mal hingelegt. Ich mache sie mit dir zusammen zu. Und was ich jetzt gerade gesehen habe, du hast die blaue Seite nach außen. Geil. Ja. Ja. Ich mag das etwas ruhiger. Verstehe ich. Aber ganz ehrlich, bei dem Papier muss ich jetzt aber trotzdem nochmal sagen, es ist jetzt nicht so extrem weihnachtlich angehaucht. Das kannst du ja eigentlich auch aufheben für andere Projekte. Muss ja jetzt nicht zu diesem Projekt sein. Könnte man auch zu Geburtstag verwenden oder für Babysachen. Keine Ahnung. Es muss jetzt nicht für Weihnachten sein, finde ich. Genau. Das finde ich auch schön, dass man ja hier noch, ne, man hat ja hier dieses zum Baby eben. Oder zur Taufe. Ich habe auch, das habe ich jetzt noch nicht dekoriert, aber ich wollte das mal anfangen. Hier hatte ich mal so eine Babykerze gemacht. Und die wäre jetzt hier, also die ist auch perfekt, ne? Mit so einem, ja. zum Baby. Ja, sorry, ich habe das nicht mehr geschafft, die noch zu dekorieren. Aber als Beispiel, dass man das auch unweihnachtlich gestalten kann, ne? Ja, und das war's schon, ne? So schnell geht die eigentlich zusammen. Ganz easy. Und hält auch von alleine zusammen. Also man muss nicht unbedingt zukleben. Nö. Wie gesagt, man kann noch eine Banderole drum machen, wenn man das hier ein bisschen enger anliegen haben möchte. Ne? Und weißt du, was man noch machen kann? Mir ist gerade was eingefallen. Ah. Wenn du die Kerze sehen willst, was denkst du, was könnte man machen? Ah, ja, sehr gute Idee. Also wenn man jetzt deine schöne Kerze sehen wollen würde, dass man von außen schon mal reinblitzen kann, könnte man, wenn man Bock hat, vorher das hier noch ausstanzen und du könntest dann innen reingucken. Ich weiß ja wurscht, welche Seite man nimmt. Und dann könnte man schon mal ein bisschen sehen, was auf der Kerze steht. Das ist eine super Idee, Steffi. Vor allen Dingen hättest du hier dann genau das Fenster, wo der Schriftzug ist. Genau. Perfekt. Cool, oder? Schön. Das wie toll immer so ein Brainstorming ist. Ja. So, seid ihr schon heiß? Ihr seid heiß. Heiß, heiß, heiß. Ihr seid so heiß, weil das war ja noch nicht alles, ne? Gott, seid ihr heiß. Ihr wisst jetzt, ich bin frech, ich weiß, aber ich weiß, dass das ja schön ist. Wir bauen mal um, oder? Ja, das machen wir. Aber ich bin trotzdem noch frech. Ich mach das jetzt mal so. Ne? Warte, ich bin gerade. Ich muss gerade die Sachen ranholen. Achso, nee, du bist frech. Ich bin jetzt nochmal ein wenig frech. Mir egal. Soll ich es reinhalten? Na klar. Halt, nein. Ich kann ja erst. Pass auf, ich fange mit dem Papier an. Ja, das habe ich nicht. Ich habe es verschlampert. Tata! Also, das ist das Papier bei der Jule da unten und bei mir ist da noch was ganz Schönes. Das hat einen Grund. Ich habe euch am Anfang des Videos gesagt, dass es der Adventsspaß von letzter Woche schnell ausverkauft war und es waren alle ein bisschen traurig, was ich verstehen kann. Deswegen hat sich Kreativdepot überlegt, es gibt heute einen zweiten dazu. Das heißt, ihr könnt auswählen, welcher euch am Sonntag am besten gefällt oder beide, keine Ahnung, und den nehmt ihr dann. Juhu! Jule? Ja, toll, oder? Ich habe jetzt leider nur noch einen Bogen, deswegen muss ich den jetzt mal drehen. Also wir haben hier so eine neutralere Seite mit Tannenzapfen, das heißt kleine Wintervögelchen. Und auf der anderen Seite die kleinen Wintervögelchen. Ja, cool. Oder bei mir ist jetzt wieder sehr knallig. Es ist ein bisschen gedeckter als in meiner Kamera. Ich drehe mal um. So, du hast schon umgedreht? Nee. Okay, ich bin bereit. Bei drei? Jawohl. Eins, zwei, drei. Juhu. Ja, halt bin, meine liegt falsch. Ich bin so rum. Schwer begeistert. Warum, Jule, bin ich schwer begeistert? Schieß mal los. Weil das ist jetzt auch mal wieder was Cooles für Faule, so wie für mich.
das Ding kurbelst du zweimal aus, klebst sie aneinander und faltest sie zusammen und sie sieht hammermäßig aus und man könnte meinen, man bräuchte 2 Stunden für diese Box. Und dann dazu gibt es ein Stempelset und das ist auch wieder das, was mich sehr gefreut hat, ist, dass dieses Stempelset nicht nur Weihnachten ist. Das heißt, es sind auch andere Sprüche mit drauf, was mir total gut gefällt, vor allem dieses Auspacken und Freuen. Ich denke an dich. Für einen Wunsch finde ich genial, weil wenn man einen Gutschein hat, den Gutschein rolle ich zusammen, den stecke ich hier in die Box rein, noch mit ein paar Kleinigkeiten, Naschi, keine Ahnung. Meine Patenkinder zum Beispiel, die sind älter, die kriegen Gutscheine, die kaufen sich einfach selber was, auf was sie Bock haben und die kriegen immer eine schöne, kleine, dekorierte Box und da passt es halt echt dazu. Viel Freude für dich, klein, aber dein. Finde ich eine coole Idee. Und das von gefällt mir auch gut. Ich schreibe immer mit drauf von den Kaspers, schreibe ich immer drauf, weil es einfach bei uns so ist. Und das finde ich echt schön, das kann man dann einfach mit dazu stempeln. Und sie haben eine wunderschöne Größe. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Mir gefällt es, wenn Stempel einmal ein bisschen kleiner sind und nicht so riesig sind und auf dem Projekt nicht so viel Platz einnehmen. Für so kleine Anhängerchen ist das toll immer, ne? Ja. Ja. Und diese Box ist so schön. Mhm. Die Frage ist nur, wie sieht die aus? Ne? Man kann sich das schwer vorstellen, was daraus werden soll. Mhm. Ich habe sie nämlich erst so rumgehalten und dachte, hä, was ist das? Geil! Ja, und dann ist der Groschen gefallen. Ja. Ja. Dann. Wollen wir mal bei 3? Das war so lustig. Komm, wir brauchen ein bisschen Spaß hier. Okay. Bei 3, Jule? Hey. Jawohl. 1, 2, 3. Ah, witzig, ja. Ach so. Hinlegen ist besser, ja. Aber die hier ist eher von oben. Geil, oder? Richtig, richtig cool. Also das ist hier eigentlich nur ein Prototyp, aber das ist die nochmal mit dem Papier. Die sieht sehr, sehr schön aus, Jule. Ja, die ist so schön. Zeig nochmal deine von oben, Steffi. Das, toll, oder? Schaut cool aus, ne? Wenn man sich das so anschaut, wie eine Blume und es macht echt was her. Ne? Und was ich jetzt auch wieder sagen muss, wenn man das so in meiner Hand sieht, das ist echt eine große Box. Also das ist auch echt was, wo man echt was reinkriegt. Man könnte sogar für die Mädels, die einen Laser daheim haben oder einen Plotter und man macht selber Weihnachtskugeln mit Mama und Papa, würden nämlich die Standard-Weihnachtskugeln hier reinpassen. Aber nicht die großen, gell, die standardmäßigen, die, ich weiß gar nicht, was für die für ein Durchmesser haben. Und das ist halt auch echt ein cooles Weihnachtsgeschenkle, finde ich jetzt. Ja, die Box, die ist richtig edel, finde ich. Und die passt wieder durch die A5, ne? Und man könnte sogar, also wer da geschickt ist, man könnte die auch noch vergrößern, verlängern oder verkürzen. Mhm. Ne, da gibt's Videos bei YouTube, wie man sowas macht, ne? Da stanzt man dann nur, also nicht bis ganz runter. Und versetzt dann die Stanze nochmal. Also man könnte sie auch größer machen. Aber dreifarbig? Genau. Boah, ja, das ist auch immer schön. Dreifarbig, ne? Oder? Das ist immer schön. Aber die Größe jetzt hier ist schon echt gut. Ne? Wenn man es hier so... Ich kann ja nochmal meine Kerze rausholen. Ja, hol mal deine Kerze. Ah ja, okay. Ach, warte mal, was haben wir? Habe ich ja vorhin gesagt, warte mal schnell. Wir haben nämlich hier von der Höhe hat sie circa 11,5 Zentimeter. Natürlich bis da oben hingemessen. Finde ich schon sehr geil. Und der Durchmesser, den finde ich natürlich auch nicht schlecht. Das kommt jetzt drauf an, warte da mal. Der ist so circa 8 Zentimeter ohne die Zacken. Also wirklich von der Seite zu der Seite. Also 8 Zentimeter ist schon echt eine schöne Größe, das muss man echt sagen. Fluxi schreibt gerade eine Kugel von innen und Band durch. Ja. Ja. Oder mit, meinst du hier noch ein Fenster und dann sieht man die Kugel innen so wammeln, meinst du das? Socken? Socken! Ja, du kriegst Socken rein, na klar, du kannst die Socken zusammenrollen und dann bemalen. Ein bemalter Becher. Ja. Mhm.
Ey, also ganz ehrlich, ich denke, das ist auch sowas, wo man echt, weil die Größe da auch cool ist, echt was reinkriegt. Ja, also so eine Weihnachtskugel finde ich auch eine tolle Idee. Und Schoki geht ja immer. Man tut Kerzen rein. Dann geht keine Schokolade mehr. Da kann man noch eine Kugel dranhängen außen. Also gut, nehme ich. Genau. Ja, Wollen wir hoffen mal, das gefällt euch das Ganze. Hier ist auch wieder so, ne, dass man bekommt aus einem A4-Bogen eine Box. Also man kriegt zwei Stanzteile aus einem A4-Bogen oder zwei Stanzteile aus dem Designpapier. ja. Und diesmal ist es dann aber nur eine Box. Bei der kleinen waren es ja dann zwei. Und hier ist es ein. Die ist ja ein bisschen größer, ne? Ja. So. Wollen wir loslegen? Wir legen los. Ich habe schon mal angefangen, weil du bist ja eh schneller. Ah, ich weiß. Ich mache das ja nicht so mit dem Falzbein so ordentlich wie du. Ich gehe da immer bloß mit dem Fingernagel drüber so. Ah, das kann mein Monk so schlecht Ich ab. wollte es gerade sagen. Jule, dein innerer Mock. Ja, jetzt ist irgendwie hier mein Halsbein weg. Das ist jetzt blöd. Jetzt musst du doch den Nagel nehmen. Ich hab's, ich hab's. Jetzt hast du es auch noch gefunden. Das Ich hab's, ich gibt's doch nicht. hab's. Also hast du auch oben bei dieser Wölbung, hast du das vorher auch ein bisschen reingewölbt oder hast du es gelassen? Nee. Das muss man sogar unbedingt machen, weil sonst passiert es, dass das Papier sonst so zerknickt, ne? Und da ist Okay. das wieder, also da ist es wieder so, wir falzen das hier oben ins Tal. Oh, ich mach's wieder Ne? falsch rum. Entschuldigung. Also die, weil die gehen ja dann nach innen. Ja, eben, stimmt, hast du recht. Meine Güte, du. Ah ja. Und ja. Es Der nächsten. formt sich dann auch von alleine. Aber wenn man dem die Form schon so ein bisschen vorgibt und die Richtung, Ja. ja, es sieht immer schöner aus. Ne? Also ich gehe dann hier wirklich, ich hoffe, es stellt gerade hier immer scharf, ne? Und man sieht das ein bisschen. Also ich gehe dann hier, also die dauert bei mir auf jeden Fall länger. Ich denke, Steffi ist da auf jeden Fall Ich warte auf schneller. dich. Nee, mach ruhig weiter. Ich zeig's einfach an einer. Das reicht doch. Wenn du das dann machst, ne? Und da gehe ich hier echt nochmal so mit dem Falzbein lang. Auch Weil je. hier noch mal? Na, das mache ich nur so hier. Also, das geht ja nicht Okay. anders, ne? Okay. Aber dann hat man so eine richtig schöne, saubere Kante. Sonst wird die Kante eher rundlich. Aber das ist alles Geschmackssache, ne? Ja. Ja, ne? Das ist auch ein richtig tolles Set. Also ganz ehrlich, ich finde die Länge hier auch schön. Gar keine Frage, vor allem mit dem Fenster finde ich sehr interessant. Aber das ist jetzt auch mal wieder was so edel. Weißt du, was ich meine? Edel mit der Blümle oben drauf gefällt mir echt gut. Was ich aus der länglichen gemacht hätte, wenn wir sie eher gehabt hätten, das hätte jetzt mir gefallen, ein Adventskalender. Oh ja, das stimmt, Ne, so aber mit so das ist jetzt Kleinigkeiten. ja mit so ganz, ganz Kleinigkeiten. Michi kriegt ja von mir immer in seinen Adventskalender zusammengerollte Briefchen, 24 Stück. Und da ist es ja auch interessant. Das wäre auch ein Kalender gewesen, der cool gewesen wäre mit diesen zusammengerollten Briefchen. Weißt du, und ich mache dann überall das Schleifle immer drum, so ein bisschen. Süß. Oh ja. Das ist eine schöne Idee. Aber na, das ist jetzt hier, finde ich, so eine, das ist hier echt so eine Must-Have-Box, weil ich weiß noch, damals habe ich die immer mit der Hand gefalzt. Und Boah. diese Rundungen mit so einem Untersetzer oder mit einer Tasse habe ich das dann gemacht. Oh, das wird immer so ein bisschen, es wird nicht so schön akkurat wie mit einer Stanze, ne? Also deswegen, ich habe mich mega über diese Ochsenstanze gefreut. Steffi, kleb ruhig schon zusammen. Nee, alles gut. Da war jetzt nochmal die Frage, was wir Schönes zusammenbauen. Wir haben. Der erste Adventsspaß war diese Box.
Ich zeige es jetzt nochmal kurz, bis du soweit bist. Und das ist die längliche Box, die ist eigentlich echt zuckersüß. Da hatte ich mir überlegt, eine kleine Praline reinzutun, die ich noch nicht gefressen habe. Aber die esse ich jetzt dann noch. Hab da leider Pech gehabt. Ich wollte die anderen aufheben, aber ich bin heute früh 10-mal dran vorbeigelaufen und habe mir ständig einen in den Mund gestopft. Ist mir aber egal. Deswegen gibt es nur eine. Und das ist jetzt Teil 2 vom Adventsspaß. Also das ist jetzt die Box, die letzte Box, die wir jetzt nochmal jetzt gerade nochmal zeigen. Genau, denn wir haben heute 2 Adventsspäße. Für alle die, die vielleicht das Adventsspaß-Set gekauft haben, die wundern sich jetzt wahrscheinlich, hä? Ich habe ja was ganz anderes in meiner Tüte. Ne? Wir haben nämlich heute 2. Und das haben wir deswegen gemacht, weil letzte Woche waren ein paar Mädels traurig und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen hat sich Kreativdepot überlegt, dass wir einfach dieses Mal ein zweites mit dazu nehmen. Das finde ich echt eine coole Sache. Also ich finde es richtig cool. Naja, zumindest so wie man kann, man muss halt irgendwie drauf reagieren. Ne? Und das ist jetzt echt lieb, dass die da sich nochmal schnell was haben einfallen lassen. Dass es zumindest noch eine Alternative auch gibt. Das ist total schön gewesen. Okay, für uns jetzt zwar war es sehr spontan. Ne? Ja, und warum war es für uns spontan? Weil der Postbote nicht immer im Moment kommt, wenn er kommen soll, weil der natürlich ganz schön viel zu tun hat. Aber Gott sei Dank hat es ja nur geklappt, ne? Ja, ganz knapp, ne? So, also, ne, das ist dann, hier sieht man in weiß schlecht. Und jetzt kommt der Leim. Einfach erstmal auf die seitlichen Klebelaschen. Das hat so was Beruhigendes, wenn du da immer mitredest. Das kannst du eigentlich immer machen. Das ist so bei mir so drin durch die Zooms. Ja, mach weiter, das ist schön. Weil da, das ist ja beim Zoom auch immer so, dass man da leider ja fast nur mich hört. Und da es sonst totenstill wäre, versuche ich dann zumindest immer ein bisschen was zu erzählen. Sonst wäre es sehr still. Und jetzt bin ich gespannt, was du jetzt als nächstes zusammenklebst. Ich bin gespannt, mit was du... Du meinst wegen, weil das unten flexibel ist. Also ich klebe jetzt zuerst unten zusammen. Echt? Man kann es auch andersrum machen. Aber Steffi, ich weiß nicht, ich habe es gerade bei dir gesehen, du hast die Laschen außen drauf geklebt, ne? Also du hast das vorhin bei deiner Box so gemacht, dass dieser Boden außen ist, also unten, und die Laschen sozusagen innen. Ich mach mal auf. Warte mal, steht's? Ja? Also ich hab's so. Genau. Also das kann man so machen auf jeden Fall, ne, dass man das hier als Vorgabe nimmt und die Laschen da dran klebt. Ich habe es nochmal andersrum probiert. Da hat man dann zwar unten, man könnte jetzt noch... Ja, aber das ist auch gut. Man könnte jetzt noch so einen Deckel sich nochmal mit der Stanze oder einfach anzeichnen und ausschneiden. Ja. Aber das, weißt du, warum ich das nochmal so rumprobiert habe? Es ist ein bisschen leichter, in Form zu bleiben. Okay. Weil das die Form innen schon so vorgibt. Aber vielleicht ist das jetzt auch nur so ein Eindruck von mir. Ach, du hast es. Jetzt sehe ich gerade, was du gemacht hast. Ah ja, genau. Und du hast dann statt die innen rein, aber das finde ich für eine gute Idee. Finde ich jetzt halt nicht schlecht. Na, also das ist ein bisschen einfacher, um wirklich die Form zu halten. Ja, ne? Also wenn man das andersrum macht, entschuldige, dass ich dich nochmal kurz unterbreche. Alles gut. Wenn man das nämlich so rum macht, ist es, du musst genau schauen, dass du, ich meine, man kann es ja jetzt sehen, ne? Man muss genau schauen, dass ihr dann schon so akkurat klebt, dass da nichts überstatzt. Wenn man jetzt die Variante von Jule nimmt, ist es natürlich geil, weil das bleibt, das stimmt, wenn man das hier reintut, das bleibt in Form. Genau, man hat schnell die vorgegebene Form. Es ist ein bisschen leichter, dachte ich. Ne? Aber es ist natürlich dann unten, der Abschluss ist dann, ja, ne, da sind halt die Laschen dann zu sehen. Ja, dafür ist es innen wieder schöner. Finde ich jetzt, ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht dramatisch, wenn man das jetzt... Und wie gesagt, man kann wirklich ja dann nochmal was ausstanzen und könnte sogar andere Farbe unten an dem Boden auch draufkleben. Genau, und du hast natürlich recht, wenn, also
Also nur die Frage, klebt man zuerst die Seiten zusammen und dann unten bei deiner Variante, wenn der Deckel außen ist? Siehst du, ich habe einen Fehler gemacht. Schau mal her. Oh, was hast du? Finde ich immer geil, wenn man das dann mal sieht. Ich habe nämlich versehentlich die Lasche nicht mit rein und habe schon festgeklebt. Das heißt, Mist. Ich muss jetzt, aber ist jetzt gar nicht so tragisch, ich muss die jetzt da draufkleben und einfach die Ecken umkleben. Aber ist wurscht. Steffi, dann hast du ja nochmal eine neue Variante erfunden. Auch ach, ganz ehrlich, ach, das möchte doch nichts. Das ist doch schön. Wenn man da wirklich dann nur was anderes drüber klebt, obwohl ich bin immer da echt ein bisschen tiefenentspannt bei einer Box, wenn der Boden, wenn man da irgendwelche Laschen sieht, finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. So. Ach, wo ist das schlimm? Also normalerweise fange ich auch an, erst die Seite zusammen zu kleben, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, bei der Box habe ich das, warum auch immer, andersrum gemacht, um diese Form erstmal zu finden. Ich fand das schwieriger, wenn man erst die Seite zusammenklebt, dann ist die so, kann die unförmig sein. Das ist schwer zu erklären. Nee, alles gut. Das werdet ihr merken. Ich klebe es jetzt mal, ich mache es jetzt mal außen. Du hast es jetzt ja innen gemacht. Ne, und da muss man wirklich genau gucken, dass man das schön in der Form trifft. Geht aber alles. Also, und da fand ich innen einfacher, ne? Ist einfacher. Und schneller. Definitiv. Ja, und es ist halt dann gleichmäßig, ne? Genau. Genau. So, hier nochmal. Und ausnahmsweise, genau, habe ich bei der Box die Seite dann erst hinterher gemacht. Mhm. Normalerweise macht man ja die Seite zuerst. Mhm. So, oh, mein Kleber hält gerade noch nicht. Komisch, ist eigentlich mein Superkleber. Den ich auch habe? Nee. Ich habe den hier. Ja, genau, den habe ich auch. Ich fülle mir den bloß immer ab, weil ich immer so eine dünne Spitze im Moment haben will, weil ich irgendwie damit schöner dosieren kann. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen... Für feinere Sachen ist das schöner, ne? Ja. So, jetzt war ich aus dem Bild, entschuldigt. Ja, also wie gesagt, diese Variante mit dem Außendran dauert auch ein klein bisschen länger. So, und jetzt mache ich noch die Seite. Das ist natürlich, wie gesagt, vorher viel besser. Das habe ich jetzt... Ja, aber ist ja nicht schlimm. Na, das ist, wenn man die Laschen innen verklebt, ist es besser. Wenn man es außen verklebt, ist es schwieriger. Also es ist nicht immer alles, gleich so. Okay. Nee, also ich würde es innen machen. Ja, ne? Ja. Ja. Ist schöner und wie gesagt, man kann sich ja dann, wenn man das unten noch gerade möchte, stellt man sich die Box einfach auf ein Papier drauf, zeichnet sich das an und schneidet sich das aus. Ja. Und dann hat man noch unten nochmal einen schönen Abschluss. Aber ich finde auch unten drunter ist eigentlich egal. Innen, Hauptsache innen ist schön. Genau. Und da ist die andere Variante ein bisschen besser. Okay. Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Ich glaube, Fluxi hat schon ganz fleißig beantwortet, Gott die ganze Zeit. Gott sei Dank, meine Mutter, unsere Moderatorin. Was hat sie denn jetzt eigentlich für Sonderfunktionen? Ich weiß nicht. Sie hat zu mir gesagt, können wir das mal machen? Und ich so, ja, komm, das machen wir. Ich habe gar nicht nachgelesen. Ich habe mir gedacht, die wird schon recht haben, unsere Fluxi. Und ich mache das jetzt einfach. Wenn sie das will, dann mache ich das nicht. Ja, natürlich. Bin ja froh, dass sie da ist. Ne? Ich kann ja jetzt nicht zu ihr sagen, nee, das mache ich nicht, nicht, dass sie nicht da ist, deswegen doch. Jetzt habe ich vor lauter Quatschen was eigentlich ganz Wichtiges vergessen. Stimmt. Oh nein, Jule. Ne? Ja. Genau. Also die Box, ich kann es ja trotzdem nochmal erklären, ist ja nicht schwer, glaube ich. Ja, also die Box schließt auch so, ne? Aber ich sag mal, wenn man jetzt hier ein bisschen Druck drauf bringt, klappt sich das nach innen.
Ne? Und deswegen, entweder man stopft das dann wirklich so schön aus, dass das einen Widerstand hat. Bei Steffi hält es jetzt ganz gut. Ja, das hat einen Grund, weil wenn ihr die, ihr müsst, das habe ich jetzt festgestellt, ihr merkt es am Gefühl, wenn ihr das Papier haltet. Ihr merkt dann, wenn die Zug kriegt, dann müsst ihr aufhören. Dann ist die, ihr kriegt, das, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das fühlt man an den Händen und dann ist die so, wie so, so zugezogen. Genau. Und dann hält die eigentlich einwandfrei. Das Problem ist nur, wenn ihr die 100-mal unten rein drückt, dann funktioniert es nimmer. Also wirklich am Anfang ganz zart nach unten drücken und ihr merkt es, wenn die sich so ansaugt und dann hält es eigentlich gut. Genau. Und ich habe mir jetzt noch meine Alternative überlegt, wie man die auf jeden Fall zubekommt, ohne dass irgendwas aufgeht. Und das ist ganz einfach. Ich hätte es euch jetzt natürlich lieber an meinem ausgestanzten, ungeklebten Teil gezeigt. Aber ich denke, es geht vielleicht auch noch so. Und zwar stanze ich hier auf diese beiden Seiten jeweils ein Loch ein. Ich kann es jetzt mal versuchen, so hinzubekommen. Ja, ich habe hier so eine kleine Lochzange mit ein Achtel Inch. Die nehme ich immer gern, weil die hat so eine Mittelgröße. Die ist nicht zu klein für so dickes Band und die ist aber auch nicht so riesig, das Loch. So. Na, und das mache ich jetzt überall. Ne, das würde ich jetzt hier an allen Seiten machen, wo das so rauskommt. Das ist echt cool. Und hier, ich zeige es jetzt nur mal an der einen Seite, kann ich jetzt ganz toll mein Band durchfädeln. Sogar so ein dickes. Da gehe ich von außen nach innen. Das ist sehr cool, Jule. Und nochmal von innen nach außen. Ja, das ist immer schön, wenn man das hier schön spitz hat. Ich gebe nochmal kurz die Maße durch. Ich hatte es ja nicht aufgeschrieben. Also circa 11,5 die Höhe und der Durchmesser ohne die Spitzen, also ist circa ja, bei 7,9, 7,8 Zentimeter ungefähr. Ich schreibe es dann nochmal in den Text unten mit rein danach. Oh, jetzt habe ich gerade meine Box zerknickt, hier so ein Mist. Also, genau. Und das macht man jetzt. Also, ne, hier würde jetzt wieder ein Loch kommen und da fädle ich wieder rein, fädel wieder raus. Und dann kann man das so richtig schön zusammenziehen. Und die beiden Enden der Schleifen kommen dann wirklich in der Mitte raus. So. Also, das klappt richtig gut, wenn ihr das hier. Sehr, sehr schön. Echt sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ich finde auch ich meine, klar, die Variante jetzt bei dir, wo man diesen schönen Stern so sieht, ne, das macht auch richtig was her. Man könnte jetzt hier auch noch was Kleines, Rundes draufkleben, ne, um das zu fixieren. Das sieht halt auch richtig schön aus. Aber so ist es nochmal von oben, sieht man leider den schönen Stern nicht mehr so schön, aber es hält halt. Aber es schaut trotzdem sehr, sehr schön aus. So, Jule, ich habe ein bisschen Schiss, aber lass dich jetzt nicht unter Druck setzen. Die letzten Male, wo das live über eine Stunde gegangen ist, ist dann einfach nach einer Stunde abgebrochen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Deswegen, wir haben jetzt 10.48 Uhr, würde ich gerne zum Ende kommen, dass wir noch einen schönen Abschluss haben, wenn es okay ist. Klar, wir sind doch durch. Ja. Ja. Okay, also das war der eine Adventsspaß, den haben wir euch jetzt am Anfang gezeigt. Das ist die schmale, lange Box, da hat Jule eine Kerze rein und ich habe gedacht, das ist Schokolade, aber das hat so schön ausgeschaut mit der Kerze. Das ist echt eine ganz tolle Idee und eine sehr schöne Kleinigkeit. Hier passt auch ein zusammengerollter Gutschein rein oder wer zu Weihnachten Geld verschenkt, hier kann man auch Geld reinpacken, finde ich auch schön. Und Jule, magst du noch was zu der anderen Box sagen? Zu welcher die jetzt? Die da. Zu dieser schönen Box? Ja. Also,
ein absolut edler Klassiker, finde ich. Also eine ganz tolle und irgendwie auch sehr weihnachtlich durch diese Sternform. Passt eine Menge rein. Also die ist wirklich, muss ich mal sagen, ist einer meiner Lieblinge jetzt. So, okay. Ich hoffe, es hat Und euch wir, gefallen mit genau, mir wir und sind Julie. ganz gespannt, ja, wie der bei euch ankommt. Aber heute gibt es ja die Qual der Wahl, oder nee, nicht heute, am Am Sonntag. Sonntag. Aber wir stellen es am Sonntag nochmal in unsere Story rein, dass, falls es diejenigen bis Sonntag vielleicht kurzzeitig ein wenig vergessen haben, stellen wir es nochmal rein. Und bei Kreativ-Tipo und bei den Lagerfeen ist es ja auch immer in der Story drin. Und dann bin ich gespannt, was ihr Cooles daraus zaubert. Und ich freue mich natürlich, dass Jule nächste Woche Donnerstag wieder mit mir dabei ist für den letzten Juhu! Adventsschmaus. Ja, und der ist auch wieder so schön. Ja, man sollte dabei sein. Ja. Weiß, wir sind wieder frech, aber es ist mir egal. Das kann man schon mal machen. Finde ich auch. Okay. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für eure lieben Kommentare auch immer und eure Tipps. Wir sehen uns. Jo, tschüss.